Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Heute allerdings mal in ganz ungewohnter Perspektive. Ich bin heute mal auf meinem Desktop bzw. in meinem Webbrowser auf der eSports League Seite von Clash of Clans, denn ihr habt seinen Titel gesehen. Ich darf in Zusammenarbeit mit Supercell 10-mal das Weekend-Ticket an euch verlosen in einem Gewinnspiel, was sicherlich jetzt auch nicht so schwer sein wird, aber ich wollte kurz mal auf die Webseite hier eingehen. Also wer noch nie auf dieser Webseite war, der hat auch noch nie diesen großen Barbaren hier gesehen oder diesen großen Barbarenkopf. Also hier gibt es einiges an Informationen rund um die Weltmeisterschaft von Clash of Clans. Es gibt ja also Informationen, Kalender, Regeln, Turnierregeln. Das ist auch alles nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Und es gibt auch einiges an zusätzlichen Informationen. Und ab oder seit März liefen ja die Qualifikationen. Und ihr seht dann auch hier so ein bisschen, wie läuft eigentlich der Turnierablauf ab, wie viele Teams nehmen da eigentlich dran teil oder konnten dran teilnehmen. Und das ist schon sehr, sehr komplex, muss ich sagen. Aber am Ende haben sich ja 8 Teams hier durchgesetzt, nämlich Tribe Gaming, Team Queso, Wantang, Batang, Queen Walkers, MCES, Nova und die beiden Wildcard-Gewinner aus der Online-Umfrage, INTZ und Shenzhou. Also diese 8 Teams haben sich für das Weltmeisterschaftsfinale in Hamburg qualifiziert und ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze abläuft und wie das Ganze auch vor allen Dingen wird. Aber ihr könnt hier auf der Webseite schon mal so ein bisschen sehen, welches Ambiente euch erwartet. Ihr seht also die großen Leinwände und auch, ich denke mal, so ziemlich von jedem Platz kann man relativ gut was erkennen, denn die Tickets, die ich verlose, sind die 3-Tages-Tickets. Das heißt also für alle 3 Tage, für 25. bis 27. habt ihr dort den Zugang. Aber wir gehen jetzt mal rein, denn man kann natürlich auch hier von hier aus Tickets buchen. Also holen Sie sich jetzt Ihre Tickets für ESL One Hamburg 2019. Das habe ich schon mal getan. Ich bin also schon mal auf der Seite drauf. Und ihr seht, dass es hier verschiedene Tickets gibt. Um welches Ticket geht es bei mir? Es geht um das Weekend-Regular-Ticket, also 3 Tage Zugang. Zugang an allen 3 Tagen, 25. bis 27. Oktober. Zugang zum Dota 2 und Clash of Clans Turnier. Da kommt auch der ganz, 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 ganz kleine erste Haken. Ihr müsst mindestens 12 Jahre alt sein, das seht ihr hier oben. Denn Dota 2 ist ab 12 Jahre und deswegen, ihr seid ja berechtigt zum Zugang zu beiden Turnieren. Also müsst ihr mindestens 12 Jahre alt sein, um hier auch am Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr bekommt freie Platzwahl auf den oberen und unteren Rängen. Da kann man reichlich sehen, das kann ich euch sagen. Öffentliche Fahrkarte, also für den öffentlichen Nahverkehr bekommt ihr eine Fahrkarte, beziehungsweise es ist als Fahrkarte gültig. Ihr bekommt Zutritt zur offenen Autogrammstunde, also es werden Autogrammstunden dort stattfinden, wo ihr dann auch mal einen kurzen Smalltalk sicherlich halten könnt oder ein Selfie machen, was auch immer. Und es gibt Free Clash of Clans Figuren und Merchandise, also alles, was man sich vorstellen kann. T-Shirts, Taschen, genaues weiß ich nicht, aber ihr wisst, was unter Merchandise gemeint ist und die Karte darf ich 10-mal verlosen und die Verlosung ist auch, sie ist jetzt nicht so wirklich schwierig, aber es gab ja die Vorentscheid-Qualifier, das heißt also, welche oder wie sind die Teams denn eigentlich hier reingekommen, beziehungsweise ich möchte von euch wissen, in welcher Stadt die ESL-Qualifier stattfanden, also wo sie aufgenommen wurden, wo wir auch immer die schönen Livestreams gesehen haben, in welcher Stadt haben die Qualifier stattgefunden. Und ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben, indem ihr dort auch nur die Stadt reinschreibt. Ihr könnt auch noch einen netten Kommentar mit dazulassen. Ich werde nur die Stadt auslosen. Das heißt also, wir werden das über so einen Random Picker denn öffentlich auch ziehen. Damit gebt ihr mir dann auch gleichzeitig die Einwilligung, dass ich euren Namen öffentlich in einem Video nenne. Ihr müsst aber auch noch was Zweites, beziehungsweise eine kleine zweite Eigenschaft haben, denn ihr müsst ja irgendwo von mir die Karte auf dem elektronischen Weg bekommen und dafür brauche ich natürlich von euch was. Ich brauche eure E-Mail-Adresse. Ich muss euch das Ganze zusenden und wie ihr mir eure E-Mail-Adresse kurzfristig zur Verfügung stellen könnt, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, das zeige ich euch jetzt kurz einmal in einem anderen Video.
Das Ganze habe ich für euch an einem anderen Rechner gemacht. Also ich habe hier einen Account, den Nerd. Und der hat hier, so wie ihr, wahrscheinlich auch Übersicht, Videos. Es gibt keine Inhalte auf dem Kanal, aber es gibt hier eine Kanalinfo. In der Kanalinfo, wenn ihr mal auf meinen Kanal geht, dort könnt ihr meine E-Mail-Adresse für geschäftliche Anfragen abrufen. Und das Ganze könnt ihr aber auch für euren Kanal machen. Denn mit einem Klick auf Kanal anpassen bekommt ihr eine andere Maske und könnt dort für geschäftliche Anfragen, das hört sich erstmal sehr wild an, aber dort könnt ihr eine E-Mail-Adresse eintragen. Ich habe jetzt die vom Nerd genommen, allerdings ist diese Adresse, die ich hier jetzt eintrage, ist nicht die vom Nerd. Ihr braucht da keine Post hinschicken oder sowas, das kommt nicht an. Der Account hat eine andere E-Mail-Adresse, die habe ich nur als Beispiel angegeben und mit einem Klick auf Fertig ist diese Adresse eingetragen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Webseite und klicken nochmal auf Kanalinfo, dann werdet ihr sehen, dass man dort eine E-Mail-Adresse abrufen kann. Ab und zu taucht dort auch ein Feld auf, dass man zustimmen muss, dass man kein Roboter ist. Und dann mit einem Klick drauf seht ihr die E-Mail-Adresse und so kann ich euch letztendlich dann erreichen. Das Ganze könnt ihr dann auch danach wieder wegmachen. Also wenn ihr das nicht mehr wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch wieder rückgängig machen nach der Verlosung. Aber erstmal geht's ja in die Verlosung. Und die Verlosung hat natürlich auch einen zeitlichen Rahmen. Das heißt also, bis einschließlich 1.24 Uhr könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Ich kann das ja sehen, wann, wie die Kommentare dort noch reingeschrieben wurden. Danach werde ich die Kommentare dort ersatzlos streichen, die dann noch danach dort einen Kommentar bringen und werde dann zum 2.3. werde ich dann das Video machen, wo wir die 10 Gewinner hoffentlich auflösen. Es würde mich freuen, wenn ich jemanden von euch dort treffe mit diesem Ticket, also mit dem Gewinnerticket hier, 3 Tage Zugang zur Clash of Clans Weltmeisterschaft und wir sicherlich sehr, sehr tolles Clash of Clans sehen dort, High-End würde ich mal so sagen und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns an diesen 3 Tagen dort erwartet, also es werden auch viele Influencer da sein, es werden richtig viele Clasher da sein und ich denke mal, viele fahren dort auch mit ihren Freunden hin, einfach mal so ein paar Leute aus dem Clan mit angeschrieben, also ich habe da schon einiges gesehen, ich freue mich in jedem Fall, dass ich das hier in Zusammenarbeit mit Supercell zur Clash of Clans Weltmeisterschaft machen durfte und ja, ich würde sagen, ich kann euch einfach nur sagen, viel Glück beim Gewinnspiel. Also in welcher Stadt fanden die Qualifier statt, das pinnt mir bitte unten rein. Und damit seid ihr in jedem Fall mit in der Auslosung, mit im Auslosungstopf. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich würde sagen, bis dahin, Clash.